Es ist tatsächlich vollbracht, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben Olimar gerettet, Captain Olimar. Also er hat es auf jeden Fall schon mal bestätigt. Und wir haben ihn in einem Dandori-Duell, naja, nicht sonderlich krass besiegt. Aber wir haben ihn besiegt und die sind schon mal abtransportieren. Wartet, ich will doch, dass ihr hier schnell hinkommt. Wartet doch mal, meine Pikmin, meine Kleinen. So, Basis für ihn verlegen. So, wir haben auch noch gesehen, dass der Hund abgehauen ist, was natürlich gefährlich sein kann. So, Leute, da hinten kommen sie angetrabt. Oh, jetzt haben wir mal wieder 100 Pikmin voll. Ja, aber Leute, ist jetzt das Spiel... Ja, ist das Spiel jetzt durch? Ich kann es mir mal nicht vorstellen. Vielleicht gibt es noch ein letztes Gebiet, weil wir uns echt um den Hund kümmern müssen. Ne, was der echt sein kann. Und dann ist das irgendwie nochmal so ein Bossgebiet oder so. Weil vielleicht erklärt uns ja auch Olimar gleich noch, was los ist. Was passiert ist oder so. Und warum, wer der Hund überhaupt ist. Und naja, und überhaupt und so. Ne, mal gucken. Olimar, weil wir müssten noch eine Medizin tatsächlich haben. Hurra, Rettungseinsatz erfolgreich abgeschlossen. Fehler, aber es müsste Olimar sein. Daten werden nicht erkannt. Natürlich ist die Visitenkarte wegen der Belaubung nicht lesbar. Doch wenn es sich hier tatsächlich um Captain Olimar handelt, dann ist unsere Mission erfüllt. Stimmt. Jetzt wollen wir ihn allerdings erstmal heilen, und zwar möglichst schnell. Gerettet. Ist es wirklich Olimar? Wir brauchen mehr Medizin, um den Laubling zu heilen, der von sich behauptet, Captain Olimar zu sein. Begib dich also auf eine Nachtexpedition. Okay, ich habe dadurch doch keine mehr. Dillen, Gebiet zu 100% erforscht. Okay, ich habe doch keine Dings mehr. Okay, dann machen wir aber die letzte Nachtmission vom dritten Gebiet. Denn das hat nämlich auch 100% gemacht. Ja, und dann, ja, geil. Einfach 100%. War es doch ein ganz kleines Gebiet. Aber hier zwei Dandori-Battle, die waren jetzt echt richtig übel. Die habe ich denn nicht auf Anhieb geschafft. Aber das werde ich doch noch machen irgendwann. Aber ja, das können wir irgendwo ein bisschen nach hinten verschieben. Ne? Vielleicht so wirklich kurz vor dem allerletzten Finale. Denn so ein Pikmin faulenz. Wo? Wo faulenz hier denn Pikmin? Achso, alles klar, alle sind da. Leute, dann lass uns den Tag einfach beenden, oder? So, Tag beenden, alles erledigt. Bist du sicher? Jawohl. Meine Riesenarmee. Ach, der tut weh. Was tut weh? Nein, alles gut. Ja, aber haben wir jetzt auch alle Schätze? Ich rechne halt damit, dass ein Gebiet kommt. Bestimmt noch mindestens eins. Ja, wer hier so irgendwie, sag ich mal, so ein Mega-Endboss oder so ist, kann ich mir bisher noch nicht so wirklich vorstellen. Ob es überhaupt einen gibt, ob der überhaupt jetzt bisher mit der bisherigen Story irgendwie relevant ist oder so. Oder es einfach random halt ein ganz dickes Ultramonster ist. Eine ganz fiese Abschlusskreatur. Wo man auch wieder alle Pikmin oder sowas braucht, mal schauen. Und da muss man denken, allein wir haben nur 10 Flügel-Pikmin so als kleines Foreshadowing bekommen, wisst ihr? Bisher noch nicht einmal benutzt, brauchten wir ja nicht. Und deswegen, nee, da muss es noch mehr geben. So, ja, sie sind zurück, Mann, sie haben Olimar gerettet. Marcel ist voll der Held mit Otschin zusammen. Und er hat seine Pikmin auch geholfen. Gerettete. Boah, 3 Stück. Yeah, 3 Motivationspunkte wieder. Nice. So, gesammeltes Glycerium. Yeah, heldenhafter Roboter. Complete. Nice. Yay. Yeah. So, wer baut den jetzt zusammen? Ich weiß es nicht. Wie? Ich glaube nicht mal, der Puzzle ist noch nicht mal komplett, ne? Tropengenuss. Komplett. Sehr schön, danke, Mann. Ab in die Tropen. Und, ach, ey, wie viele Sets wir komplett haben? Wir doch alle Schätze? Mächtige Speere. Set complete. Man gibt's eigentlich immer so krumme Zahlen als Serienbonus. Kann man die auch noch irgendwie erhöhen? Nee. Da fast 25.000. So, was war nochmal neu? Nur der ganz am Anfang, was wir gesammelt haben. Ne, genau, der Autoritätsroboterteil und Element des Mutes. Okay. Sehr schön. Komplett erforscht. Das gesamte Gebiet. Jetzt kommen natürlich noch die Nachtmissionen. Er hat von 47 auf 100 geballert. Endlich haben wir Captain Olimar gerettet. Oder zumindest einen Laubling, bei dem es sich wahrscheinlich um Olimar handelt. Das ist der. Toll, du hast auf dieser Mission wirklich gezeigt, was in dir steckt. Ja, du warst echt großartig. Ich sollte deine Leistung wohl anerkennen. Gut gemacht, Grünschnabel. Jetzt müssen wir diesen Laubling nur noch von seiner Belaubung heilen. Also wer hat freiwillig vor, auf die Nachtmission zu gehen? Tja, wir haben aber leider keine Medizin mehr. In dem Fall sollten wir uns von morgen auf Nachtexpeditionen konzentrieren. In Ordnung, Marcel? Otschin? Ja, es ist kein Problem. So. Rettung schreitet voran. Nebenmission ja auch wieder. Oh, Mann. Da-dum, da-da-da.
Ey, die geile Eismotte. Hat aber auch wieder ein cooles Gebiet. Mit coolen Höhlen und sowas. Ja, wir liegen einfach drei Leute wieder rum, ey, voll. Sie sind einfach down. Und bewusstlos. Okay, ja, sonst passiert nichts weiter. Einfach Nachtmission machen. Jetzt bleibt nur noch Captain Olima zu heilen. Zeit für eine weitere Nachtexpedition. Wir brauchen Leuchtsaft. Unsere Mission nähert sich wohl langsam dem Ende. Gebt bitte trotzdem gut auf euch acht, Marcel und Otschin. Rettungscrew auf eure Station, bitte. Verstanden. Wir sind einfach die Rettungscrew. So, lass mal schnell hier ein bisschen hier Dinger sammeln. Oh, du bist es. Ich kann bestätigen, dass die Zwiebel tatsächlich miteinander verschmolzen ist mit der anderen vier Zwiebeln. So, jetzt ist er auch hier. Werde ich ja schon erkennen, ob er noch mehr. Es sind echt noch mehr. Bitte sammeln noch weitere Zwiebeln ein. Fünf. Okay, dann wird es einfach alle geben, oder? Einfach jede Pikmin-Art. Dann kann es ja nur noch richtig lange dauern, das Spiel. Nun gut, ich mache eine Nachtexpedition. Die dritte von Gebiet 3. Na, wolltest du mit dem Sammeln von Leuchtsaft oder was hier? Nachtexpedition. An dieser Ort kannst du aktuell reisen. Komplett, schöne Ufer. Ja, oder mache ich hier sowas? Nee. Erstmal das hier komplett machen, wenn es Stufe 3 ist. Die Sandfestung. Das wird gefährlich. Sowas spüre ich sofort. Pass da drauf auf, ja? Ich habe jetzt Otschin vorbereitet, dass Otschin gegen Fliegende angreifen kann. Also das ist natürlich alles kein Problem, Mann. So, Leuchtsaft. Nee, Leuchtsamen. So, jetzt vielleicht wieder gleich zweimal Medizin, ist ja auch umso geiler. Dann kann ich gleich nochmal mehrere Leute, die ihr Gesicht wiedergeben, damit sie ihr Gesicht wahren können. Oder keine Ahnung. Und wenn alle gerettet sind, dann zieh ich mich als Laubling an. Einfach hier als Troller, Leute, um alle ein bisschen zu schocken. Oh nein, wir haben einen Laubling übersehen. Ach nee, ist nur wieder Marcel, der glaubt, er wäre witzig. Okay. Hier gibt's aber anscheinend denn. Nee, doch, es gibt, glaube ich, zwei, weil sonst wäre der blaue Licht nicht da, oder? So, okay, alles klar. Dann gleich mal gucken. Alter, warum habe ich hier so viele? Ich habe ja gleich am Anfang so viele. Okay, Moment. Gibt es hier einen zweiten Bau? Nee, es gibt ja bloß einen. Oh. Okay, wenn es bloß einen gibt. Ganz ehrlich, guck mal, ich schnapp mir die hier alle. Und dann kann bloß noch von einer Seite was kommen. Das wirkt jetzt eigentlich, muss ich ja sagen, sehr, sehr einfach. Also, hopp. Ich mache jetzt die noch nicht angreifen, mache ich jetzt zuerst platt. So, Alter, richtig viele. Hopp. So, okay, na, dann kommen wir alle mit. Ja, hier, guck mal, hier auch so ein Vieh halt, ne? So, ist doch kein Problem. Ganz schöner Brocken, Quatsch. So, hier die alle platt machen. Los, Leute, ruf da. Oh, sie rasten aus, Mann. So, ist okay, mache ich trotzdem erstmal alle platt. Und ich sage aber mal Otschin, er soll natürlich patrouillieren, ne? Etwas aufgeben, patrouillieren wir hier rum. So. Okay, mach ich. Wenn er mich mal loslassen würde hier. So, dich hier nochmal umbringen. So. Okay, das ist doch schon mal richtig geil. Oder? Jetzt könnte hier schon mal nicht mehr kommen. Otschin ist am Ziel angekommen und wird gleich ausrasten. So, von hier oben habe ich nur so zwei kleine zu befürchten. Hast du genug Leuchtpinsel? Schau ich mir jetzt trotzdem. Weil auch immer hier jetzt ist. Sind bloß wieder so eine Viecher. Ne, okay, gut. Gleich platt machen. So, ja, ich meine, ne, das ist doch richtig krass. Also jetzt haben die ja keine Chance mehr. Wenn ich jetzt irgendwie hier zum. Jetzt kann ich ja wieder zurückgehen. Otschin passt noch ein bisschen auf. Hui. So, ich glaube, ich habe jetzt nicht übertrieben. Oh, Alter, die kommen jetzt aber wirklich alle. Aber Otschin ist einfach zu cool. Die kommen ja alle bis hier hochgeklettert. Sind ja deswegen meine ich ja. Ne, guck mal, der kann hier, glaube ich, auch nicht hoch. Ja, hä? Okay, ich weiß aber nicht. Na, vielleicht gibt es Fliegende noch. Vielleicht gibt es doch noch Fliegende, die denn hier hoch wollen. Ne, das kann natürlich sein. So, Otschin patrouilliert. Der knurrt da die an. Ja, okay. So, alle greifen hier alle einfach an. Und rum auf den nächsten. Boah. Gut gemacht, Leute. Sieh gelegentlich auf die Insel, ne? Wieso soll das Stufe 3 sein? Oder da muss noch irgendein Trick sein? Irgendein Trick muss hier noch sein. Ich meine, die kommen ja halt wirklich hier alle so richtig einzeln an. So, dann aktiviere einfach mal das Ding hier. So, damit sie hier schön angreifen können. Ja, von hier aus. So, dumm. Die kommen doch alle hierher, oder? Aber die kommen alle wirklich hier erstmal hin. Ja, na gut. Ich meine, oh shit. Wow. Nein. Ich will der Zunge hier alle wegschlecken.
Bum, 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 Insta-Kill, Insta-Kill. Oben ist alles soweit safe. Ja, die müssen hier lang. Die müssen hier lang kommen. Dann kann ich die hier voll abpassen. Okay, das wirkt halt irgendwie. Also, ich muss ja sagen, das wirkt halt leider sehr, sehr einfach. Weil ich muss ja bloß auf eine Stelle achten. Aua, er beißt mich, oder er beißt mich. Aua. So, Instant-Kill. Jetzt hier, er will wieder schlabbern hier. Warum? Der kann die ja eh nicht töten. Ist ja der Witzige. Boings. So. Alle erwischt. Und der nächste Große. Der nächste Große kommt, Leute. Hopp, hopp, hopp. So, da kommen ja noch mehr. Was soll das denn jetzt? Oh, von da auch. Verdammt. Okay, das ist ja bloß das. Das ist ja bloß das langweilige Ding hier. So, hier würde ich eigentlich gerne alle treffen gleich. Guckt mal alle her. Hier, sammelt euch mal. Sammelt euch mal hier richtig schön alle. So, so, so. Oh, da verstehe. Ist nicht schlimm, wenn die kaputt geht. Ist wirklich nicht schlimm. Außer natürlich, wenn sie weitergehen. Dann ist ja schlimm. Wir dürfen halt nicht weiter nach oben. So, aber auf der Karte ist auch schon das alles in Ordnung. Ist doch alles cool, Leute. Alles cool. Ja, die Maschine ist da hoch. Hey, ich hab losgelassen. So, vielleicht zu früh. Yeah! So, ist das bloß noch, ist der bloß noch der? Hä? Wieso soll die Mission schwer sein? Die ist richtig einfach. Also, die Mission ist richtig irgendwie total einfach. Weil die können ja nur so hin. Die können mich ja nur von einer Seite angreifen. Und tschüss. So. Tja, easy going. Gibt zwar nur eine Medizin, aber die wird dann, glaube ich, einfach wird der Oli mal wieder hier bevorzugt, ne? Sehr gut. Es ist keine einzige Kreatur mehr da. Du hast richtig viel Medizin bekommen. Marcel, oh, schön. Ihr habt es geschafft. Jetzt würde ich gucken, wie es wieder schön leuchtet. Naja, ich muss es ja nicht essen, ne? Ich bin ja gesund. Man sieht sich nur die Farbe an. Ich kann es kaum erwarten, daraus Medizin herzustellen. Ja, dann gibt's wieder schön Motivationspunkte für Otschin. Dann boostet ich gleich nochmal so ein Vierer-Ding von ihm. Ja, auf die anderen Nachtmunition habe ich jetzt auch richtig Bock. Oh ja, keine Angst. Aber erstmal, Olimar, was hat er uns jetzt zu erzählen? Was wird passieren? Olimar, was hast du erlebt? Was ist deine größte Angst? Ich weiß, er will nach Hause zu seiner Familie. Aber können wir irgendwie aus dem, was er erzählt, erahnen, ob Pikmin 4 ein Reboot ist von der Story oder ob das irgendwie wirklich nach Pikmin 3, nach Pikmin 2 oder nach Pikmin 1 spielt? Ich weiß es nicht. Also Pikmin 1 und 2 hängen auf jeden Fall zusammen. Ne, die spielen direkt nacheinander, aber Pikmin 3 war ja schon so merkwürdig, fragwürdig, weil Olimar da irgendwie auch so weird war. Und ich bin zum ersten Mal hier. Hä? War ganz komisch. So. Wie gesagt, wir werden sehen. Ich glaube, Pikmin ist da auch, nimmt sich da gar nicht so ernst. Ist einfach egal. Jedes Pikmin ist eine eigene Geschichte. Oder irgendwie so. Oder eine Legende, ja. The Legend of Pikmin. Ernte erfolgreich. Also Stufe 3 habe ich jetzt nicht verstanden. Aber egal. Medizin. Olimar hat gleich wieder in Behandlung, wird einfach vorgeschoben. Das ist halt unsere Hauptaufgabe, ne? Deswegen kann es schon verstehen. Hier, bald habe ich 100 Pikmin-Leuchtsamen. Die Nachtexplosion ist beendet. Schön, dass du wieder da bist. Danke euch beiden. Ich konnte jetzt wieder etwas Medizin herstellen. Sehr gut. Jetzt können wir endlich Captain Olimar heilen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Aber endlich ist es uns gelungen, unsere Mission zu erfüllen. Tja, dann könnt ihr euch alle schon mal auf einen aufregenden Morgen freuen. Es ist doch gerade Morgen. Das war gute Arbeit, Rettungskuh. Jetzt können wir den Laubling heilen und herausfinden, ob es sich wirklich um Olimar handelt. Ab jetzt übernimmt Spanel. Ups, anheften. Okay. Was Spanel übernimmt mal. So. Spanel, bitte heile ihn. Wird gemacht, Mann. Wieder einfach mit der Schwarzblende. Er ist es! Oh, so viele Leute in Raumanzügen. Wo bin ich denn hier? I'm Olimar. Es tut mir leid, doch ich muss mich noch etwas orientieren. Mein Schiff scheint abgestürzt zu sein. Ich habe Ihnen allen wohl viel Arbeit gemacht. Das tut mir aufrichtig leid. Oh, wie höflich er wieder ist. Ich stehe tief in der Schuld der Rettungskrew. Und das meine ich ernst. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich bin Olimar, Captain der großartigen Dolphin. Wir kennen sie doch schon. Hocketide Fright-Angestellter.
Fleißiger Arbeiter mit Familienmensch, der auch in seiner Freizeit alles für seine Lieben tut. Scheint Pech magisch anzuziehen, ja, weil er so oft abstürzt. Zumindest war sie einmal großartig. Sie muss dringend repariert werden. Mein Arbeitgeber wird nicht glücklich sein. Oh, vielleicht geht so die Geschichte noch weiter, dass wir jetzt ein Raumschiff reparieren müssen. Dass wir dafür noch so ein paar quasi Schätze oder halt Raumschiffteile einsammeln. Das wäre ja cool. Weil an sich nach Hause könnten wir ihn jetzt natürlich bringen, ne? Ohne ihren Absturz hätten wir hier auch keine Schätze gefunden. Von dem Geld können wir ihnen ein neues Schiff kaufen. Ja, oder so, ja. Und außerdem ist die Shepard. Und außerdem die Shepard vergolden. Ja, klar. Vergolden? Auf gar keinen Fall. Die Shepard würde selbstverständlich in Chrom viel besser aussehen. Außerdem ist Gold nicht mega schwer. Dann kann sie ja nicht mehr abheben. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Rettungscrew, machen wir uns bereit für die Reise nach Hause. Jetzt geht's einfach nach Hause? Verstanden, geil. Aber die ganzen anderen Typen, die noch rumliegen. Geschafft! Wir haben einiges durchgemacht, doch endlich ist es uns gelungen, Captain Olimar zu retten. Mission erfüllt. Aber das ist noch nicht. Shepard, das ist noch nicht die letzte Mission. Sie können jetzt nicht einfach abhauen. Hier liegen noch zwei Laublinge einfach rum. Ja, vielleicht wieder sowas wie die Vor-Credits oder so. Quasi der erste Abspann. Bevor es dann nochmal irgendwie. Ja, wir müssen nochmal zurück. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ach, Leute, bisher war es sehr, sehr schönes Spiel. Ein richtig, richtig tolles Spiel bisher. Oh, wir machen natürlich noch weiter. Wir machen, also ich strebe die 100% an, auch wenn es vielleicht bei den Dandoni-Dingern ein bisschen dauern könnte. Auch unsere Wege trennen sich. Auf Wiedersehen, Pac-Man. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist einfach oder nehmen die Laublinge so mit? Ich meine, wir müssen doch Medizin holen. Und da kommen sie. Die ersten, ja, Vor-Credits, würde ich mal sagen. Leute, das Spiel ist natürlich noch lange nicht vorbei. Geht ja auch gar nicht. Aber wir haben so jetzt richtig schön die ersten drei Gebiete komplett 100%, sowohl am Tag als auch in der Nacht. Drei Nachtmissionen haben wir ja noch denn bei dem vierten Gebiet. Ja, und irgendwas natürlich, es ist aber auch, war bei Pikmin ja schon öfter so, ne, dass so eine Hauptmission nicht schafft ist. Und dann, oh, jetzt kommen erstmal die Credits, aber dann irgendwie, Moment mal, wo ist eigentlich der Hund? Was machen wir jetzt überhaupt noch? Und dann müssen wir nochmal zurückgehen. Mal schauen. Aber ja, bisher muss ich sagen, Pikmin 4 ist ein tolles Spiel. Das Warten hat sich echt gelohnt. Auch wenn man wirklich sehr lange warten musste. Ne, weil Pikmin 4, das war so lange in Entwicklung. Aber ja, es hat sich dann halt gezeigt, dass, naja, nach dem sehr, sehr, sehr schlechten Verkauf von Pikmin 3, weil natürlich auch an den Verkaufszahlen der Wii U lag, die auch sehr schlecht waren, war irgendwie halt einfach keine Priorität für Pikmin. Man hat sich gedacht, ja, wir könnten Teil 4 machen, ja, aber irgendwie gerade juckt's keinen. Das würde sich keiner kaufen, der Timing stimmt halt nicht. Ne? Manchmal muss man auch irgendwie, wie sie nicht als Firma, irgendwie an das Timing denken, ja. Und deswegen haben sie nochmal, als die Switch dann so erfolgreich war, haben sie nochmal gesagt, okay, komm, wir probieren es mal aus. Pikmin 3 Deluxe, so, zack, Timing perfekt. Pikmin 3 Deluxe war dann auf einmal das erfolgreichste Pikmin-Spiel. Ja, hat sogar den ersten und den zweiten Teil von den Verkaufszahlen her übertroffen, voll geil. Und dann hat sich Nintendo gedacht anscheinend, oh, Leute, jetzt geht's los. Schnell, Pikmin 4 weiterarbeiten. Und ankündigen, Priorität ist wieder da. Und deswegen, ja, ich bin ja mal gespannt, wie Pikmin 4 sich verkauft, wie das ankommt. Ist aber eine sehr, sehr schöne Reihe. Ich habe sie ja von Anfang an gleich gemocht. Als Pikmin 1 damals für den GameCube relativ zum Launch auch noch erschienen war, relativ nah, irgendwie instant verliebt. Ich mag einfach so Echtzeitstrategie-Games. Pikmin ist richtig süß, richtig knuffig. Das macht Spaß, taktisch.
Und Pikmin 4 hat einfach, er ist einfach das übelst modernste Spiel davon. Die ganzen Quality of Life-Dinger, man ist so schön schnell, die Pikmin sind nicht mehr so doof. Ey, die Pikmin waren mal richtig doof. Ich erinnere mich noch bei Pikmin 1, ey Leute, müsst ihr euch vorstellen, da läufst du mit den Pikmin von A nach B und dann stolpern die halt einfach. Und du siehst es mitunter ja nicht und dann steht irgendwo ein Pikmin einfach rum, weil der stolpert ist und du aus seiner Reichweite weggerannt bist. Das ist doch klasse, oder? Naja, hier alles erstmal nee. Diese ganzen doch irgendwie nervigen und frustrierenden Sachen einfach rausgemacht, kein Problem. Und dann einfach ja ein sehr, sehr modernes, sich sehr, sehr gut spielendes Spiel. Ich würde sagen, natürlich ist auch rein objektiv auch das beste Pikmin-Game, oder? Der Umfang stimmt auch, richtig groß. Die ganzen Features mit Ocean ist alles mega cool. Hat mich die ganze Zeit sehr, sehr gut unterhalten. Die Nachtmissionen machen auch Spaß, diese Tower-Defense-Mission, wenn du so möchtest, ne? Freut mich auch, dass wir noch ein paar haben. Das sind dann Dodi-Battle, die sind eigentlich auch cool. Die sind effizient, einfach so viele Sachen wie möglich einsammeln. Ist auch eine schöne Integration. Sowas gab es ja damals bei Pikmin 3, glaube ich, als DLC. Also bei Pikmin 3 Deluxe war es dann mit drin, ne? Auch einfach sammeln in einer möglichen Zeit so viel wie möglich ein. Das glaube ich jetzt nicht. Nein! Oh nein, Louis ist hier! Und jetzt hat der Hund einen neuen Partner gefunden. Ein neues Dreamteam. Ach, herrje. Oh, Louis. Und Leute, Louis ist immer so ein Spinner. Der hat immer richtig viel Chaos gemacht. Was macht der denn hier? Vielleicht wurde der auch... Sag nicht, der wurde auch losgeschickt. Ich sollte Uli mal retten. Aber nee, das wäre richtig doof. Die schicken ihn los und dann erst die Rettungscrew, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, schöner kleiner Hint, was uns noch erwarten wird in dem Game. Aber ja, erstmal, ey, ach, schön. Schönes Spiel bisher. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Nur, okay, ein bisschen schade, anscheinend reparieren wir doch nicht Captain Olimas Schiff. Oder wir kaufen ihm einfach ein neues. Super. Nur vielleicht steht es auch richtig schön heile jetzt da, weil es gleich gekauft wurde. Da, da, da. Ach ja. Und wie viele Leute hier mitgearbeitet haben und ach ja, ist richtig schön. Also mir gefällt das Spiel sehr. Kann ich noch sonst irgendwas sagen? Also vielleicht gibt es nochmal zum Abschluss nochmal richtige Credits. Ne, die 100% Credits oder so. Da werde ich bestimmt auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber erstmal möchte ich sagen, ja, also die Grafik ist so ein bisschen... Weiß ich nicht. Die Grafik sieht noch so aus, als wäre sie zur Wii U-Zeit. Also ich habe ja schon so viele Games gespielt. Und die Switch ist ja echt in der Lage, richtig viel darzustellen. Auch wenn jetzt Pikmin natürlich versucht, von seiner Umgebung her sehr, sehr realistisch zu sein. Ne, was die Früchte angeht und was die ganze, der Boden, die Blätter, ne, alles so richtig in der realen Welt angelehnt. Ne, das sieht auch alles super aus, schön, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte noch ein bisschen besser aussehen. Oder ich habe das schon mal besser gesehen, auch auf der Switch. Ah, ich weiß nicht, kann auch alles ein bisschen verschleiert sein. Ne, vielleicht liegt es auch einfach bloß daran, weil irgendwie da irgend so ein Glättungseffekt oder so drüber liegt oder irgend so ein Schimmereffekt, womit Nintendo ja noch rumspielt, dass es deswegen vielleicht so ein bisschen noch unechter aussieht, ich weiß es nicht. Aber zum Spielen, also es hindert einem jetzt nicht am Spielen. Was ich jetzt sage, oh, macht ja keinen Spaß, weil ich ja nicht erkenne. Nee, so ist die Grafik, erfüllt sie ihren Zweck, sieht alles toll aus. Man kann alles schön entdecken. Das ist einfach wunderbar. Da hat ja der Shigeru Miyamoto hier wieder als General Producer wieder, ja, seine Lieblinge, seine Pikmin wieder richtig schön ins Rampenlicht gestellt. Und ich hoffe, ihr guckt natürlich noch weiter. Na, aber falls irgendwie ihr jetzt auch schon so ein kleines Zwischenfazit ziehen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Aber das hier ist nur die Hälfte des Games, Leute. Oh, und Marcel. Ja, und ich werde erwähnt im Spiel, weil ich meinen Namen am Anfang eingegeben habe. Ach, das ist alles so schön. Tolles Spiel bisher. Eine tolle, schöne Reise erlebt. Sehr, sehr schön. Und ja, Leute, dann Abschlussbericht erstmal, Rettungen. Ey, ich spiele 19 Stunden, haben wir gezockt. Alter, richtig knapp so. Hier, 4 Gebiete sind 100%, aber anscheinend nur am helllichten Tage, ne? Goldklumpen, Kreaturen, Schätze. Oh, Goldklumpen sind ja nicht als Schätze, okay. Ey, Mann, ich habe nur 100 Pikmin verloren. Aber 1400 habe ich noch übrig. Das ist doch eine coole Bilanz, oder? Oh, es gibt einfach so viele Schätze, ey. Noch 50, nee, war da knapp 60 noch dazu. Okay, Maximum 100 Pikmin, sehr geil. Und ja, nur 4 Zwiebeln, es fehlen vielleicht noch genau 4 Zwiebeln. Na, mal gucken. Bin gespannt, was passiert. Aber ja. Oh, nicht wieder abstürzen.
Überlichtung! Überlichtflug bitte abbrechen, sofort! Mit Otschin stimmt etwas nicht. Oh nee. Oh, Otschin, scheiße, muss er wieder zurück an seine Dings? Wie kann das nur sein? Eine Raumkrankheit? Nein, es bräuchte schon viel mehr als das, damit es einen Rettungshund so zusetzt. Doch es muss eine Erklärung geben. Ja, er muss wieder zurück, weil er braucht jetzt Sauerstoff. Weil er ein Blatt auf dem Hintern hat. Ja, seit die Shepard ihren Flug unterbrochen hat, scheinen sich Otschins Symptome nicht weiter zu verschlimmern. Ja, weil wir nicht mehr weiter wegfliegen vom Planeten. Wir müssen zum Planeten zurückkehren, und zwar sofort. Mann. Captain Olimar, was geht hier vor sich? Was ist denn los? Das erkläre ich später. Doch zuerst müssen wir umdrehen und zum Planeten zurückkehren. Schnell. Das Spiel muss weitergehen. Der arme Hund, ey. Das geht nicht, Leute, das geht nicht. Wir müssen dem Hund helfen. Egal wie, aber der braucht ja auch Medizin. Nee. Obwohl, vielleicht doch am Ende, weil nicht, dass er auch verlaubt wird. Oder nicht, dass er auch grün anläuft wie der andere Hund, Moos. Oder Moss. Na, mal schauen. Olimar will uns ja aufklären. Hoffweg. Nicht, dass er wieder irgendwie ein paar Sachen auslässt oder so. Ne, der wäre richtig fies. Mein armer Hund. Wie klein er ist. Wenn Sie uns das jetzt vielleicht mal erklären könnten, Captain Olimar? Wir haben die ganze Landesequenz geskippt. Sehen Sie nur. Gucken Sie sich mal seinen Po an. Oh, Otschin scheint es besser zu gehen. Ich denke, dass dieses Blatt die Ursache seines Zustandes ist. Bevor die Rettungscrew auf mein Notsignal hierher kam, habe ich selbst versucht, diesen Planeten zu verlassen. Doch in einem unbeobachteten Moment hatte sich Moos im Laderaum versteckt. Und ihr erging es genau wie Otschin. Also bin ich sofort umgekehrt und habe prompt wieder eine Bruchlandung verursacht. Ich weiß zwar nicht warum, aber Organismen, deren Blätter gewachsen sind, können diesen Planeten wohl nicht einfach so verlassen. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Verdammt. Spanel, was ist mit deiner Medizin? Vielleicht kann man damit ja auch Otschin heilen. Naja, ich habe da ein kleines Experiment gemacht und Otschin auch eine Dosis gegeben, als ich Captain Olimar geheilt habe. Doch leider hatte das keine Wirkung. Was machen wir denn jetzt? Na, weiter zocken. Mal überlegen. Wir müssen Otschin helfen, natürlich. Ja, Otschin helfen. Ist doch ein guter Hund. Ist doch ein Good Boy. Du hast recht. Von Otschins loyalem Partner hätte ich nichts anderes erwartet. Alle mal herhören. Auch Sie, Captain Olimar. Was? Als wir versucht haben zu starten, haben wir eine schon etwas ältere Nachricht von der Rettungscrew-Zentrale empfangen. In der Atmosphäre des Planeten waren wir wohl außer Reichweite. Ja, genau. Also, worum geht's denn? Naja, wir wurden gebeten, alle auf diesem Planeten Gestrandeten zu retten. Es wurde auch eine Liste gesendet. Hier. Updaten. So, jetzt wissen wir bestimmt, wie viele Gestrandete alle noch geben sollen. Oh, so viele? Eine lange Liste. Oh Mann, ich kenne diese Kopayana. Neli, ich meine, von ihr gehört habe ich schon mal. In Akademiekreisen ist sie ziemlich berühmt. Eine herausragende Tierärztin. Vielleicht kann sie ja Otschin heilen. Nelly ist nicht die einzige auf der Liste, die von Kopai stammt. Sie war wohl mit einigen Kollegen hier. Das könnte schon sein. Allein zu diesem Planeten zu reisen, ist ziemlich gefährlich. Hey, und Kopai ist der Planet, wo die aus Teil 3 herkam. Oder? Doch, ne? Aber ich erinnere mich nicht daran, während meiner Zeit als Laubling Kopayanern begegnet zu sein. Ich vermute also, dass sie an einen Ort abgestürzt sind, der weder von der Rettungscrew noch von mir entdeckt wurde. Na, klasse. Na, dann müssen wir unseren Radar verbessern und unseren Suchradius noch einmal erweitern. Das bedeutet, dass wir mehr Dezerium brauchen. Rettungscrew, auf eure Stationen. Ja, wappam, verstanden. Haben wir nicht schon genug? Denkst du, dass es möglich ist, unseren Radar noch weiter zu verbessern? Haha, ach Colin, unterschätze nie die Macht der Wissenschaft. Und es schadet auch nicht, immer gut vorbereitet zu sein. Ich habe das Radar bereits direkt mit unserer Energiequelle verbunden. Jetzt ist es nun mächtiger als je zuvor. Ja, okay. Oh, geil, sehr gute Arbeit, das hast du unglaublich schnell hinbekommen. Die technischen Details sind mir zwar nicht so klar, aber soweit ich verstehe, sollten wir unseren Radar einschalten. Dann beginnen wir mal mit der Suche. Ein fünftes Gebiet, ey, schön.
Ja, wir empfangen etwas. In einem bisher unerforschten Gebiet wurden mehrere SOS-Signale entdeckt. Einige dieser Signale müssen von Neli und den anderen Kopayanern stammen. Beginnen wir mit der Arbeit. Otschin verlässt sich auf uns. Heilung für Otschin hinzugefügt. Neli ist eine bekannte Tierärztin. Vielleicht hat sie eine Idee, wie man gegen Otschins Schwanz unternehmen kann. Konzentrieren wir unsere Suche also auf neu entdeckte Gebiete. Ach, schön, Leute. Tag 28. Mann, ey, warte mal, wir waren doch schon wieder weg. Müsst ihr jetzt nicht wieder von vorne anfangen? Aber Leute, der nächste Part fängt erstmal wieder von vorne an. Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen. Ja. Kommen Sie bitte später mal vorbei. Alles klar, mach ich Olima, aber erstmal nicht. Die anderen Berlin da immer noch rum. Stimmt, die hatten wir ja auch fast vergessen. Hä? Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr noch weiterhin dabei bleibt. Bei Pikmin 4, den allen anderen natürlich noch helfen, alle möglichen Leute retten, 100% machen. Da ist noch viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!